Und da ist diese witzige Geschichte mit diesem Schulleiter. Ich werde es nicht vergessen und ich liebe diesen Tag dafür. So, meine Lieben, wir sind da, wir fahren jetzt Fahrstuhl, wir sind jetzt am Messegelände Süd und ja, mal schauen, wie jetzt die Christina finden und dann geht's los in die Babyweltmesse. Maxi-Cosi auch so toll in den ganzen Varianten. Meine Alternative zu dem Wagen heute wäre gewesen, den Maxi-Cosi wieder zu nehmen und den also mit dem Aufsatz. Ja. Aber meine Riemen sind heil, dementsprechend. Ja, ich möchte nochmal die anderen Maxi-Cosi kurz schauen. Der neue. Den finde ich nämlich so unglaublich schön. Nee. Obwohl da vorne das sieht auch ganz gut aus. Also für mal eben unterwegs ist das, glaube ich, auch gut. Ja, ja. Hab ich auch mal gehabt. Weil den hier im Auto noch niemals. Nee, stimmt. Kriegt man die überhaupt zusammengeklappt? Ja, ich kann die Bande abnehmen, aber den klappe ich nicht zusammen. Das ist immer auf. Aber ich kann die Räder abnehmen. Schau, hä? Von da, ja. Ich muss nur ein Handbuch von mir abnehmen. Ob ich hier noch ein bisschen schaue, meine Kinderwagen. Und dann würde ich gerne mal zu Hartmann, weil ich überlege, ob ich mir einen Hartmann kaufe. Ja, das stimmt. Ja, der ist echt schön. Oh ja, stimmt. Das ist wie diese, kennst du diese ganz weißen Cybex oder was das ist? Das sieht total gut. Ja. So ganz weiß oder diese Geschwisterkinderwagen, die so ganz nah beieinander gequetscht sind, das ist nicht meins. Natürlich nicht. Er verfolgt uns. Der ist echt schön. Also ich war auch schon öfters am Überlegen, aber... Ja, aber meine Alter, die auch von der Federung so hier. Ich finde, die Wanne ist so klein. Da wird der Sitz halt so richtig riesig. Ja. Oh ja, okay. Das weißt du, was ich meine? Oh ja, oh mein Gott. Der hat eine geile Federung, oder? Der ist total leicht. Also, ich habe ihn voll schwer gehört, weil er so mächtig ist. Aber ja, der ist ein Bugaboo ja schwerer. Krass, ja. Können wir nochmal da, also hier so gucken? Ich nehme meine Maus.
Hartmann ist auch so schön. Also wenn er gekommen ist. Ich mag keine Softtragetaschen. Mag ich überhaupt nicht. Doch, ich schon. Ich mag das gern. Ich habe ja auch mein Teutonia Quattro mit Softtragetasche. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach, hier ist hier so voll. Ja, dann lass uns doch wieder raus. Tim, du musst mal bei mir. Ich glaube, echt teuer. Wenn ich mir vorstelle, dass man 10 Euro oder 12 Euro für den laufenden Meter bezahlt und dann ja, sich das selber nehmen genau. kann. Es gab eine Hose, die fand ich ganz hübsch. Die war hier unten. Ich weiß nicht, ob sie ja, dieser, ist. Die Stoff, die, der Stoff hier, der ist schön. Genau. Sowas auch, aber man kann es halt auch selber nähen. Ne? Die hier fand ich cool, aber oh, ich hätte auch ein orangefarbene Bündchen gehabt. Ja. Hier hat sie die letzte Wolkenhose gekauft in 62, 68. Das ist auch diesen Stoff finde ich auch total schön. Den gibt es ja in ganz, ganz vielen Farben. Ich mag auch das hier. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, Minna steht hier, also diese kräftigen Sachen. Anker ist auch schön. Ja. Was ich ja jetzt so toll finde, ist, dass sie ja ganze Arme und ganze Beine hat. Ja, das hat meine Maus auch. Sie kann ich wenigstens mal mit Windinko fotografieren. Hier war ich jetzt schon eine halbe Stunde oder so gestanden. Wollen wir uns übrigens auch mal ein bisschen krabbeln? Haha. Oh ja. Oh Gott. Wollen wir da mal ein bisschen? Es wird vielleicht irgendwie auch viel ruhiger hier, ne? Ja. Oh, hier gibt's Zeitung. Zeitung. Ich habe schon. Schwimmhilfen für Babys. Oh, nee, weil Babys haben den automatischen Reflex, sich nach oben zu drehen und zu schwimmen, weißt du? Ja. Mein Neffe hat. Es gibt so viele Sommerfotos von meinem Neffen, das sieht so blöd aus. Immer hat er da dieses Ding mit Hals. Weil, wenn ich so schwimmen lernen würde, ich könnte das nicht vorstellen. Ja. So. Nee, alles gut. Ja. Doch, fass mal an, das ist richtig weiches Holz. Oh ja, schön. Oh, hier war vorhin Stand, da lagen zwei Jungs drin. Oh, cool. Wir gehen so vorbei und ich denke so, ich weiß es nicht. Gleich, gleich, genau, das wollte ich gerade. Also, du kommst hier, ich denke gerade hier so, oh, schöne Einstattung. Oh, schön. Das Kissen mit dem Stühling, weil die auch hast du das, ne? Das sind, was ich bei Maxi-Kunden stelle, sind diese Isofix-Schirme.
Ja. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Sehr coole Sachen drin, musst du mal reinschauen. Alles für geschenkt, immerhin. Aber am besten war die Aktion mit den Schnellern bis jetzt. Ja, stimmt. Weil das ist immerhin, wenn wir normalerweise kosten, so 6 Euro, 2er-Pack, das heißt 3 Euro. Also schon subi. Früher habe ich nicht so gerechnet, früher habe ich immer damit gerechnet, dass ich weniger Sushi esse. Ich habe mir gesagt, wenn ich 60 Euro ausgebe, das ist einmal weniger Sushi essen. Und mittlerweile rechne ich in Schnullern. Und das ist ja aufgefallen. Er sagt so, du und deine Schnuller, ne? Oh, guck mal. Okay. So, wie sie nebeneinander stehen, war es gerade echt erschreckend. Ja. Nein, ich glaube, das darf ich nicht. Darf ich ein Foto machen? Ja. Oh, arme Kimi. Ist aber echt schön mit ihr immer. Ja, vor allem wir wohnen halt beide fast nebeneinander, ne? Das ist so. Ja. Ich fahre irgendwie 5 Stationen mit dem Bus und bin vor ihr. Das ist nur ein Bus halt. Das sah von weit aus wie 3 Trainingskinder. Ja. Hallo, meine Lieben. Ja, wir sind zu Hause, wie ihr seht. Es war ein super, ultra langer, anstrengender Tag. Wir haben's. Meine Uhr will nicht. 23.02 Uhr. Ja, und ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ja. Es ist wirklich ein sehr langer Tag gewesen. Und zwar, ich erzähle. Wir sind um 4 nach Hause. Also, um 4 waren wir auf dem Weg nach Hause. Von der Messe nach Hause. Wie wir bei der Messe waren, habt ihr ein bisschen gesehen. Ich habe euch ein bisschen versucht mitzunehmen. Es war einfach total langweilig, fand ich. Ich kannte halt alles schon vom letzten Jahr. Es ändert sich halt einfach nicht viel. Es ist halt einfach gemacht für Eltern, die wirklich nur einmal hingehen. Und nicht irgendwie jedes Jahr. Und, ja. Und ja, um 4 sind wir dann gegangen, circa so, ja, 3:30, 4. Und dann sind wir, eigentlich wollten wir was essen fahren. Und dann dachten wir uns einfach, okay, fahren wir zur lieben Kimi. Und ja, dann saßen wir da bis um fast 21 Uhr und haben mit ihr geredet. Und mit den Babys was gemacht und Fotos gemacht und wirklich total tolle Sachen. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Ja. Und mir ist auch wirklich sehr, sehr gefallen. Kimi ist wie immer super toll gewesen. Und ja, ich grüße dich hiermit übrigens. Ich liebe dich. Kann man schon. Nein, also du bist wirklich eine sehr tolle Freundin. Und ja, wir haben halt wie gesagt sehr, sehr viel gemacht. Und echt von 16 Uhr bis 20 Uhr saßen wir dann am Gerät. Dann waren wir noch kurz einkaufen. Und ja, das war wirklich mein Tag und ja, ich wollte euch einfach nicht mitnehmen, wenn wir da die ganze Zeit reden über irgendwelche Sachen, die euch gar nicht interessieren, euch nichts angehen.
Ja, und deswegen dachte ich mir, vlogge ich jetzt noch zu Ende hier, denn wir haben trotzdem noch einiges zu tun, denn die Mel liegt hier mit unserer Ausbeute hier. Die Mel muss wieder umgezogen werden. Felix, was machst du denn da? Das ist nicht witzig. Hier, willst du die Kamera sagen? Da, komm her. Er hat da so drei Knochen hier irgendwie und sein Günther. Das blaue da ist Günther. Wisst ihr was? Wo ist mein Günther jetzt da? Wo ist Günther? Zeig mal Günther. Zeig mal den Zuschauern bitte Günther. Das da ist Günther. Das ist so ein Igel. Felix, zeig mal Günther. Okay, er möchte seinen Günther nicht zeigen. Ja, also nicht stören lassen, wenn der hier ein bisschen rumspielt. Der ist gerade ein bisschen. Bist du ein bisschen wach? Du sollst gleich schlafen. Du sollst gleich schlafen. Willst du jetzt den Günther zeigen? Jetzt zeig mal Günther. Da ist Günther. Oh. ja. Auf jeden Fall haben wir hier die Ausbeute und da muss Mel gleich umgezogen werden. Und dann geht die gleich auch schlafen, die ist schon total fix und alle vom ganzen Fahren und so. Aber das erste Mal Busfahren hat super geklappt mit ihr. Ich bin echt überrascht und ja, war alles super. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal die Ausbeute und ein paar witzige Geschichten, die heute auf uns zugekommen sind. Also echt total witzig. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mal mit dieser Geschichte hier. Und zwar ist das ein Mammschnuller. Und zudem gibt es eine. Der ist übrigens falsch rum eingepackt. Was ist das denn für eine Scheiße? So rum gehört er eigentlich. Ja, zu diesem gibt es eine sehr, sehr witzige Geschichte. Also, das hier ist der Schnuller von Mam. Und ja, wir wollten eigentlich nur Schnuller gucken bei Mam auf dieser Messe, in diesem Stand. Haben die Kinderwagen zur Seite gestellt, Babys auf dem Arm und sind da rein. So, dann stand ich an einem Stand, wo die Verkäuferin gerade alte Schnuller aussortiert hat, die gerade aus dem Sortiment gehen und sie wollte sie wegschmeißen. So, dann hat sie mich gefragt, wie alt mein Baby denn ist, weil es noch so klein ist. Da habe ich gesagt, ja, gucken Sie mal genau hin, ist es nicht echt. So, dann meinte sie, ja, so krass, wow und warum und so. Und dann haben wir irgendwann gefragt, ob wir die Schnuller haben können, die sie denn wegschmeißen möchte. Da hat sie gesagt, nein, das kann sie nicht machen. Und dann hat sie weiter uns gefragt über die Reborn Babies und dann kamen sie irgendwann mit diesen Schnullern hier, also mit diesen hier, für jeden, für einen, ein für jeden und hat uns die geschenkt. Ja, ich verstehe nicht, warum sie uns nicht die alten Schnuller geschenkt hat, sondern lieber einen neuen, aber ja, das geht bestimmt wegen diesem ein Gesetz nicht, das darf man ja nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal die Geschichte zu dem Schnuller, das heißt, wir haben jetzt einen neuen Schnuller für Mel. Durch eine sehr lustige Geschichte, also es ist wirklich, das war sehr witzig. Und dann hat sie auch noch die andere Verkäuferin geholt, die Susanne. und die kannte sogar Reborn Babies, denn sie hat ihrer Tochter zu Weihnachten letztes Jahr auch einen Reborn Baby geschenkt. Ja, das fand ich auch sehr witzig, weil sie kannte einfach alles davon. Gut, dann haben wir ganz viel von Butni bekommen, so drei Packungen Feuchttücher, noch eine und... Hier ist noch eine, also hier, ne, drei Packungen Feuchttücher, die bekommen ja immer so geschenkt da. Dann auch ein paar Taschentücher von Butni. Dann habe ich ganz, ganz viel Zeitung mitgenommen, das nehme ich ja immer mit. Einfach so zum Lesen hier, dann haben wir einmal nämlich was von Nip, die haben eine neue Kollektion, da wollte ich einfach mal reinschauen. Noch ein von Nip. Dann haben wir Coupons. Dann haben wir eine Zeitung von Butni. Dann wurde uns ein Flyer mit dieser Weste hier in die Hand gedrückt. Dann haben wir von Hosenmatz noch eine Zeitung. Da sind immer so ganz, ganz viele verschiedene Sachen drin, die auch total interessant sind. Ja, und dann habe ich noch so ein Eltern-Special. So eine ganz große Zeitung. Extra Baby gesund von A bis Z ist hier drin. Oh, interessant. Ja, ich gucke mir sowas immer gern an, weil dadurch lernt man halt auch ein bisschen was. Ja, und das kommt jetzt alles auf meinen Zeitungsberg. So, und dann haben wir hier noch so einen ganz tollen Storch. Der wird bald an den Kinderwagen gemacht. Guckt euch das mal an, ist das nicht ultra süß? Ist der nicht ultra süß? Oh, er ist so schön. Ich liebe ihn. Der kommt hier oben so an den Kinderwagen. Finde ich eine richtig schlichte und schöne Bestückung für den Kinderwagen. Also echt richtig schön, dieser Storch. Den haben wir geschenkt bekommen. Von Folio Family irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
Und den haben wir geschenkt bekommen, den fand ich auch ganz, ganz süß. Ja, und dann war ich ja einkaufen mit Kimi, habe ich gesagt. Und da ist diese witzige Geschichte mit diesem Schulleiter. Ich werde es nicht vergessen und ich liebe diesen Tag dafür. Mit den Schulern habe ich es heute einfach. Auf jeden Fall sind das welche von Nook, von 0 bis 6 Monate. Die habe ich mir ausgesucht. Und zwar ist dieser grüne wird für Jaden sein und der orange hier wird Lennox gehören. Und ich finde das Design ganz schick. Und die waren jetzt runtergesetzt bei Bootney heute. Für 2,29 Euro, 26 irgendwie so. Von irgendwie 4 Euro runter. Und ich dachte mir, ja, du brauchst sowieso neue Schnuller für die Jungs. Nimmst du mal welche mit. So. Die 23 Uhr machen sich langsam bemerkbar. Ja, und habe ich diese mitgenommen. Habe dann noch für Felix Überraschung Fotos ausgedruckt. Und, ja, was soll ich sagen? Ich bin zur Kasse gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren zwei Kinderwagen und Kimi hatte ihr Baby im Tragetuch. So, diese Kassiererin war so auf Kimis Baby fixiert, was sie im Tragetuch hatte, dass sie nicht kapiert hat, dass sie meinen Einkauf abscannen muss. So, sie hat diesen Zettel, diesen Bon von den Fotos abgescannt und die Schnuller denn, also die Schnuller mit diesem Code hier hinten, so rüber. Es hat aber nicht piep gemacht. Da habe ich mich so gefragt, hä? Gehört das jetzt so? Und dann hat sie aber nur den Preis von den Fotos gesagt. Und ich dachte mir so, okay, bezahlst du und versuchst du mal, also guckst du mal, ob es gleich piept, wenn du rausgehst. Muss es ja eigentlich. So, dann gehe ich raus und es piept nicht. Und ich so zu Kimi, ich habe die Schnuller nicht bezahlt. Und ja, deswegen habe ich jetzt diese Schnuller hier geschenkt bekommen. Und auch wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ja, du musst zurückgehen, das geht so gar nicht. Meine Lieben, würdet ihr zurückgehen und sagen, ja, die Schnuller wurden nicht abgescannt? Mein Gott. Ja, wenn es gepiept hätte, dann hätte ich gesagt, ja, schauen Sie mal in die Kamera. Sie haben das Ding darüber gezogen. Wenn Sie zu blöd sind, kann ich da auch nichts für. Ich meine, es war absolut nicht meine Schuld. Ich habe es da hingelegt. Und wenn sie zu blöd ist, das über einen Scanner zu ziehen, das, was kann ich denn dafür? Das ist doch einfach nur mein Glück, dass sie einfach zu blöd ist. Ja. Und deswegen will ich auch überhaupt keine Kommentare zu dem Thema hören, ja? Weil sonst erzähle ich euch sowas gar nicht mehr. So. Ja. Fertig. Ja, und das war eigentlich so unser Aufbau. Gekauft habe ich gar nichts. Wirklich, ich habe gar nichts gekauft, außer die Schnuller. Die Schnuller habe ich auch nicht gekauft. Ja, weil die Messe ist mir einfach zu teuer. Also, was ich vielleicht gekauft hätte, wären selbstgenähte Sachen. Das kann ich auch selber machen. Ich nähe selber, also brauche ich das nicht. Ja, und dann hat die liebe Kimi uns noch ein Paket geschenkt. Schaut mal da. Und zwar ist das Paket für die Mel. Nämlich als Willkommengeschenk sozusagen. Und ich würde sagen, zeige ich euch das. Nein, ich zeige es euch nicht. Außer wir ziehen einen Schlafanzug, der hier drin ist. Den ziehen wir Mel gleich an. Den könnt ihr sehen. Den Rest zeige ich in einem Haul. Zack. Ja, das mache ich so. Ich muss mir gleich mal entscheiden, welcher Schlafanzug, weil da sind drei Stück drin. Ich muss einen aussuchen. Wo hängt das denn jetzt hier fest? Oh mein Gott. Also es klebt da noch fest. Na, dann sagt das doch. Ja, ich will nicht so viel zeigen. Und wir ziehen auch diesen Schlaf hier an, das habe ich schon jetzt festgestellt. So. Den Rest gibt es in einem Haul, mein Lieben. Verlinke ich euch in der Infobox, wenn ihr vorher online kommt. So, es gibt diesen Schlaf hier an. Ist der nicht so süß? Schaut mal. Oh, das kleine Kätzchen drauf. Ja, den bekommt die Melle jetzt an. Hoffen wir mal, dass er passt, aber der wirkt ziemlich klein. Das glaube ich, können wir hin. Grüßt ihr denn das? Steht hier nicht. Steht hier nicht. So. Ziehen wir mal die Mel um. Ne, kleine Maus. Kleine Mel, nämlich heute die Tante Kimi das erste Mal gesehen. Felix, ganz interessant. Heute sind ganz interessant, ne? Mhm. Und wir haben heute den Emil kennengelernt, der ganz kleine süße Fratz. Und ich habe mich ein bisschen verliebt. Ein ganz klein bisschen. So.
eine Prinzessin. An sich war die Messe echt wirklich schön, also da kann man nicht viel sagen. Also dieses allgemein, dieses Rumlaufen da und alles über Babys und so, das ist schon echt interessant, aber es gab halt nicht viel Neues. Also Kinderwagen waren auch die gleichen wie letztes Jahr ausgestellt, da hat sich nicht viel geändert. Und was ich geguckt habe, ich habe mir den Donkey angeguckt, aber sonst habe ich da auch echt nichts irgendwie gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr da noch hinfahren würde, weil es halt einfach wieder das Gleiche ist. Und ja, was jetzt so irgendwie Sachen angeht, wie irgendwas gewinnen oder irgendwas da geschenkt bekommen und abstauben, war jetzt auch nicht so. Und deswegen, keine Ahnung, das hat sich halt für mich irgendwie nicht gelohnt, dahin zu fahren. Es war natürlich schön, weil ich einfach ja, Zeit hatte mit einer Freundin und mit Mel so unterwegs zu sein, war auch ganz toll. Aber es war halt nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es halt neu. Ich hatte auch vor allem Felix dabei. Das ist ja auch so eine Sache, dass es total anders wäre, wenn Felix dabei gewesen wäre. Aber ja, das ist halt... Ich weiß ja nicht, ob ich nächstes Jahr noch hinfahren würde. Und ich dachte mir auch, ich treffe vielleicht den einen oder anderen von euch. Aber ich habe gar keinen gesehen irgendwie. Oder zumindest habe ich gar keinen angesprochen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so da aussieht, die mir zuschauen, weiß ich ja nicht. Ich sehe euch ja nicht, ihr seht nur mich. Oh, der Schlaf ist toll. Die Ärmel sind mal kurz. Das ist bei mir sehr, sehr selten. Oh, der ist echt wunderschön. Kimi, du hast so einen tollen Geschmack. Also heute war echt ein sehr aufregender Tag. Und ich habe heute so viel erlebt, das ist unglaublich. Also in Hamburg, da erlebt man wirklich immer was. Jetzt direkt am Samstag Nacht. Ja, ich bin ja Bus und Bahn gefahren gerade. Und das möchte man nicht am Samstagabend, wenn die ganzen bösen Menschen da rumlaufen. So, die Maus ist ready to steady to go to sleep. Ja, und dann werde ich auch hier aufräumen und dann geht's für mich auch schon ins Bett. Lass mich noch umziehen. Und dann werde ich noch was trinken. Dann muss ich meine Pille noch nehmen. Und Felix und sein Günther. Lass mal bitte meinen Schuh in Ruhe. Nein, das ist mein Schuh. Bist du bescheuert? Mann, kannst du mir das bitte wiederbringen, Felix? Nein, nicht Günther. Mein Schuh. Aua. Oh, sieht der erste Teil mir voll gekratzt hier. Das hier ist übrigens Günther. Das ist Günther. Ne, Günther? Nichts geht über diesen Günther. Oh, er hat meinen Schuh wieder gebracht. Nee, doch nicht. Er hat noch weiter weggepfeffert. Felix, du bist ein Vollidiot. Hast du Günther wieder? Okay. So, wir bringen die Mädels ins Bett. Ah, ich will sie den ganzen Tag heute knuddeln. Ich bin heute total auf meine Babys fixiert. Aber wir gehen schlafen. Felix, du bist so eine Gurke. Ja, mein Lieben, ich würde sagen, ich bringe sie ohne Kamera ins Bett. Weil ich gerade keine Lust habe, aufzustehen mit euch. Also, Kamera und Baby halten ist immer ganz schwer. Ja, mein Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Vlog mal wieder gefallen. Ich weiß, ich habe jetzt auf der Messe nicht so viel geredet, aber das ist einfach unmöglich. Du kannst da einfach keine anderen Menschen nicht filmen. Das ist einfach das Problem. Und das ist so voll, wir kamen nicht mal mit dem Kinderwagen irgendwo durch. Wir mussten da immer überall warten und... Entschuldigung. Ja, das war echt nicht so toll. Und deswegen konnte ich halt einfach nicht vloggen. Und ich wollte jetzt auch nicht in der U-Bahn die ganze Zeit mit euch labern, weil es war auch total voll. Und dann hatte ich auch noch jemanden dabei. Und die wollte, glaube ich, auch nicht gefilmt werden, weiß ich nicht. Und das ist alles nicht so toll. Und ja. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich meine, ich habe ja nicht mal Musik hinterlegt jetzt hinter dem Messe, sondern ich habe euch wirklich teilhaben lassen
Und ihr habt mich ja auch reden hören, nur nicht mit euch, sondern halt mit anderen Personen. Aber ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir Feedback. Und Felix, du und dein Günther, ne? Du sollst gleich schlafen gehen und dich nicht hier so aufpushen, du. Ja, und immer sollst du meinen Storch in Ruhe lassen, bitte. Danke. Du bist wirklich eine richtige Gurke, ey. Ja, Felix? 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 Hallo? Guck mal, jetzt hast du mir Günther gegeben? Also sag mal, wenn du mir gibst, dann darfst du nicht mich ärgern. Boah, das ist ekelhaft. Sag mal, da will rum zu springen, du bist ein böser Hund. So, mein Lieben. Und jetzt sagen wir Tschüssi. Felix, sagen wir Tschüssi. Komm her, wir sagen Tschüssi. Sag mal Tschüssi. Ja, mein Lieben. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend noch. Und ja, bis zum nächsten Mal.